Jo Leute, kleiner Anhang zum heutigen Video. Das wird heute eine ganz verwirrende Nummer. Ich weiß nicht, was in dem Video mit mir los war. Ich stand irgendwie komplett neben mir und habe nichts mehr hinbekommen, nichts mehr gecheckt. Ich war gefühlt in einer anderen Welt in dem Moment, wo ich gesprochen habe. Also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen komisch wird. Ich denke, ich habe es aber trotzdem ganz lustig geschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht? Was ist fit bei euch? Wie geht's euch? Heute geht's hier ran. Heute, ich hab's ja letzte Folge schon gesagt, Alter, ich bin gerade wieder komplett verwirrt. Wir wollen heute das da fertig bauen. Ich habe mir schon einen kleinen Plan gemacht, wegen dem Wither-Problem, weil der schießt ja immer noch irgendwie die anderen Endermen da ab und ich weiß halt nicht warum. Ich habe vor, dem Wither so einen kleinen Sichtschutz in Anführungszeichen zu bauen, weil ich bin der Meinung, das, was der Wither nicht sieht, macht ihn halt auch einfach nicht heiß, beziehungsweise das schießt er halt auch nicht ab. Wie ihr seht, er hat selbst das Obsidian-Wasser ist einfach weggeschossen, es ist einfach nicht mehr da. Und jetzt können die Endermen einfach da rauslaufen, wenn sie wollen. Was definitiv heute entstehen wird, ist hier ein kleines Lagersystem und dort oben will ich das Eis ein bisschen schöner bauen. Das sieht ja wirklich alles noch nicht wirklich gut aus. Wir werden jetzt ab nach Hause gehen, uns Ender Crystals craften und dann geht's los, hier den Enderdrachen zu klatschen. Und kann ich den jetzt eigentlich abfliegen und einfach... Sondern ich will den Enderdrachen heute 4 oder 3 Mal töten. Weil ich brauche auf jeden Fall nochmal 2 Portale wahrscheinlich für 2 andere Farmen, die ich noch bauen will hier. Und dann brauchen wir ja trotzdem noch ein Portal, was mich halt in die andere Welt bringt. Und ja, das wird das Problem. So, wir haben jetzt 10 Enderküstels. Die sollten theoretisch erstmal reichen für 2 Beschwörungen. Die nächsten 2 Enderküstels müssen wir dann noch farmen. Ich habe mir jetzt hier auch mal direkt eine Diamantbrust geholt. Einfach nur zur Sicherheit, falls wir hier wirklich drauf gehen. Das wird jetzt ziemlich spannend, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ein Ender Dragon mit einem Wither zusammen, der ja da hinten ist, klarkommt. Ich habe echt Angst, dass es einfach komplett nicht funktioniert und der Wither dort hinten einfach ausbrechen wird und hier den Ender Dragon wegklatscht oder was auch immer. Oder dass der Ender Dragon uns einfach alles hier wegfickt. Also ich weiß wirklich nicht, was jetzt passiert. Ich habe da ein bisschen Angst vor, aber wenn nicht, müssen wir halt alles neu aufbauen. Dann ist es halt so. Nur ich brauche halt diese Ender Crystal Portals. Deswegen ist der Ender Drache jetzt erstmal die Priorität. So, ja, jetzt geht's los. Ich hab so Angst. Bitte geh einfach nicht auf den Wither. Bitte, oder der Wither soll nicht auf den Ender Dragon gehen. Ich weiß es auch nicht, Alter. Hauptsache, die ficken sich jetzt nicht gegenseitig, Alter. Aber noch ist der Wither eingesperrt. Heißt, er dürfte eigentlich nicht auf den... Und lol, ja, Digga, wir werden hier direkt angegriffen. Aber eigentlich dürfte der Wither nicht auf den Ender Dragon schießen und deswegen geht der Ender Drache, glaube ich, auch nicht auf den Wither. Leute, ich flieg mal einfach hoch und werde mal von hier die Dinger shooten. Bam. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Ender Drache jetzt holt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Wir werden uns bei dem letzten, also bevor wir den letzten spawnen, den letzten Ender Dragon, werden wir uns nochmal Glas holen, um diese Dinger da aufzusammeln, hier diese Kugeln, die der die ganze Zeit ausspuckt. Aber davon müssen wir uns definitiv dann nochmal irgendwie 2 Stacks holen oder so, dass es alles klar geht. Und kann ich den jetzt eigentlich abfliegen und einfach... Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns der Ender Drache jetzt holt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Was? Wie? Ach du Scheiße. Ich glaube, das schneide ich einfach aus. Mann. Ich dachte, der Ender Dragon macht keinen Schaden, wenn man ihn so anfliegt. Ich dachte, der lässt ihn einfach in Ruhe. Ich sehe gerade ein ziemlich starkes Problem da drin, dass unser Stuff hier halt überall verteilt jetzt liegt. Mein Schwert und meine Elytra sind weg. Nein! Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tu mir das nicht an. Wahrscheinlich ist mein Schwert und meine Elytra das Einzige, was jetzt runtergefallen sind. Wahrscheinlich ist mein Schwert jetzt weg. Digga. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir an seinen Arsch. Und jetzt können wir ihn mit der Axt wenigstens ein bisschen auskritten. Hallo? Hallo? Was? Digga, Es ist doch einfach... Junge, das kannst du doch niemandem erzählen. Was hier abgeht. Digga, es ist doch... Aber eine gute Sache hat die ganze Folge bisher. Der Enderdrache legt sich nicht mit dem Wither an. Und das ist eigentlich mit die Hauptsache. Was macht der denn da? Junge, er dreht einfach seine Kreise oder was? So, kann ich ihn jetzt bitte hitten, ohne dass er mich wegschleudert? Guck mal, ich kann ihn einfach nicht hitten. Kann man ihn nicht sonst hier mal hitten? Hallo? Vergesst das mit dem Hitten. Also das Ganze würde wesentlich schneller gehen, könnte ich ihn irgendwie hitten. Aber ich kann es ja hier nochmal zeigen. Es geht einfach nicht. Und jetzt, Junge, endlich... Nee, das ist wirklich wieder... Ach, Leute, jetzt kurze Planung. Wir machen uns erstmal hier weg und machen uns jetzt erstmal auf den Weg nach Hause.
Hier werden wir jetzt kurz ein Schwert nochmal craften, weil ich habe jetzt keins mehr. Und ein bisschen Glas holen. So, Leute. Ja, Villager sind einfach das OPste, was es gibt. Ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten mein Schwert wieder komplett fertig und meine Lytra also aus dem Nichts. Außer die Lytra, die haben wir halt nicht gefarmt, sondern aus der Schalker-Kiste genommen. Aber wie gesagt, aus dem Nichts habe ich jetzt durch die Villager halt einfach alle Enchantments wieder drauf. Außerdem haben wir, wie ihr seht, ganz viele Glasflaschen und nochmal Glas, damit wir im Prinzip nochmal 6 Ender-Crystals machen können. Ich müsste mal so ein die dümmsten Tode Feed Velation machen, Alter. Und dann zeige ich, ich bin schon so, ich bin, glaube ich, schon über 6 Mal gestorben. Und das einfach so richtig dämlich einfach. Nicht einfach, weil es unlucky war, sondern einfach, weil ich dumm bin. So, Leute, ich hatte jetzt 4 gefarmt und habe nochmal 8 Stück zu Hause gefunden. Und jetzt geht's wieder ab in das End. Und jetzt kann es wirklich endlich mit den epischen Fights losgehen. Wir haben jetzt alles, wir sind gut equipped. Also wirklich, uns kann eigentlich nichts mehr irgendwas anhaben. Nach einer riesigen Misere kann es endlich richtig losgehen. Wir fighten jetzt die Ender Dragons. Richtig, wir werden noch 3 Stück spawnen. Und dann geht's richtig los. So, Nummer 1 weg. 2 weg. Und Nummer 3 weg. Direkt hier ein bisschen was mitnehmen. 4 weg. 5 weg. 6 weg. 7 weg. Ah! Nein! Nein, Digga! Nein! Es ist der Reinfall, Digga. Das zum Thema jetzt verhalten wir richtig. Moin. Stellt euch mal vor, mein Stuff ist wieder verbrannt. Moin. Oh nein. Nein. Ich glaube. Nein. Oh, oh mein Gott, ja. Okay, kein Stuff ist runtergefallen. Wir müssen nur alles finden und aufsammeln. So, und diesmal spielen wir ohne Riskanz, ohne alles. Jetzt geht's richtig los. Jo, was macht er? Was macht er, Digga? Er spuckt einfach mehr als alles andere. Holy shit, was war das denn gerade? Und die letzten Schüsse. Und da ist der erste Enderdrache. Der zweite Enderdrache tot. Und wir spawnen den nächsten Enderdrachen. Und auch Ender Dragon Nummer 3 kann ich nicht hitten. Alter, was da abgeht, Junge. Warum kann ich ihn denn nie schlagen? Das macht gar keinen Sinn. Alter, er kassiert richtig, Junge. Was will er gegen mich tun? Und ich kann ihn immer noch nicht schlagen. Mann, das ist doch so ein Abfall. Komm, sterb doch. Und der letzte Shot. Komm, nein. Und das war er. Das war er. Alter, was will der Ender Dragon eigentlich gegen mich tun? Er hat nie eine Chance einfach. Digga, unter... Nee, Mann. Nee, unter mir wurden einfach die Blöcke gerade abgebaut, oder? Ich meine, guck mal, wir haben allein jetzt 1, 2... Leute, die sind halt gefühlt fast nebeneinander, moin. 2 und da hinten war noch ein dritter, glaube ich. Heißt, wir haben jetzt genau 3 Portal-Frames mehr. Und wenn wir jetzt noch 2 töten, müsste das eigentlich reichen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viele Farmen bauen, dass wir wirklich alle von den Frames dann verbrauchen. Aber ja, let's go mit dem nächsten. Und da ist er wieder down. Sehr gut. Der allerletzte Ender Dragon, endlich, Alter. Ich habe auch eigentlich jetzt gar keine Lust mehr, wirklich die Ender Dragons zu klatschen. Vor allem nach den Toten, es war so deprimierend, Alter, die Tode. Das darfst du niemandem zeigen. Warte, ich kann ihn an seinem... Stopp, ich kann ihn an seinem Kopf schlagen, aber nicht an seinem Arsch. Was ist das denn? Und warum fällt mir das jetzt erst nach dem 5. Ender Dragon auf? Warum kann ich ihn denn am Kopf schlagen, aber nicht am Po? So, komm her. Junge, der letzte, endlich. Es hat so lange gedauert. Uff, wir haben einfach fast alle Drachenatem-Stacks vollbekommen. Oh, endlich. Junge, was war das für eine Arbeit? Die 2 Tode blenden wir mal aus. Die passiert sind auch, Bruder. Das ist echt einfach Revelation-Moment, Junge. Anders kannst du das nicht benennen, Junge. Das war echt. Uff. Nee, einfach göttlich. So, unserem Wither geht's noch gut, wie man hört und sieht. Die Farm wurde, glaube ich, auch nicht beschädigt. Hier geht auch noch alles perfekt gut. So, da ich jetzt kurz erstmal meinen Eltern helfen muss, würde ich sagen, ihr seht jetzt eine Timelapse, wie wir das hier alles fertig bauen, wie wir hier machen und tun. Das wird richtig geil, Junge. Das wird einfach nice. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, viel Spaß. Don't
only thing on my mind is your name. Giving me hope in a time where I'm hopeless, and I can't believe that you took that away. And lately conflicted, I'm addicted to these games we just play. Cause no matter how big your wardrobe, it just seems you won't change. And it's round and round and we go. You're living your life, but it's only a show. You're hitting the parties, you're hitting that troll, but it's only me that I truly know. Telling you stop, you're like, leave me alone. Calling me up 1 a.m. on my phone, saying you're drunk and got no ride home. Is this really the way we have grown? I'm just sick of all these uncertainties of where this is headed. All these back and forth emotions, I don't think that we'll get it. But when the sky is full of fire and this earth is in peril, you're the only girl I'll follow to the edge of the world. Wanna walk to the edge of the earth, scream your name. I could fuck with you for eternity. My brain, all these scars of your name. Got my heart in a chain, can't escape from the past. Taking it slow, but it happened so fast. Look in your eyes, I'm in love with your laugh. Hair down your face and I couldn't embrace. In a matter of seconds, my heart was intact. Now I'm left with these bits and pieces of what's us and could have been. Trapped inside these memories, or did I lock myself in? But for better or worse, but regardless, it hurts to remember the tears that fell onto your shirt. That meant it was worth it, but you just deserted. To me, it was worth to fight through the hurt. So enough with all of this, I guess I know where we stand. You lost the best thing that you're searching for, was all in your hands. But when the sky is full of fire and all we have is the past, I hope you find that happiness you've been pretending to have. Damn. Wanna walk to the edge of the earth, scream your name till the fire's gone. So Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Es sind jetzt Stunden über Stunden vergangen. Irgendwie war das heute eine richtige Katastrophenaufnahme, weil nichts lief, wie es sollte. Ich bin gerade sogar nochmal gestorben, weil ich vom Enderman erschlagen worden bin. Ja, aber das Resultat, muss ich wirklich sagen, hat sich gelohnt. Sieht ganz nice aus, ist halt noch nicht fertig. Ich hatte nicht genug Holz. Hier zum Beispiel die Decken, das ist alles so eintönig. Das will ich auf jeden Fall noch ändern. An sich will ich hier ein paar so eine kleine Sitzecken etc. reinbauen. Der Grund, warum ich nicht weitergebaut habe, beziehungsweise warum ich auch nicht weiterbauen werde, ist, ich möchte nicht meine erste große Villa in diesem Projekt, also wirklich meine erste große Villa in diesem Projekt hier im End bauen. Die hier wird definitiv noch ein fettes Haus draus, ein Steampunk-Haus. Da werden wir übrigens auch den Wither einschießen. Ihr habt es gesehen, es hat nichts funktioniert. Der Wither hat durchgehend irgendwelche Blöcke weggehauen, hat durchgehend einfach nur genervt. Ich wusste nicht, wie ich den einsperren soll, weil diese Methode, die im Tutorial eigentlich gezeigt worden ist, funktioniert auch nicht. Jetzt, glücklicherweise doch, weil ich ihn eingesperrt habe, er hat keine Sicht mehr auf andere Endermen oder irgendwas hier. Deswegen nur auf das, was vor ihm steht. Und ich hoffe, er wird hier nicht weiterhin irgendwelche Sachen kaputt hauen oder irgendwas. Was, Digga, es ist einfach so, der letzte, der ist, hat so genervt, ich hätte so kotzen können, dann bin ich davor ja auch noch so oft gestorben, es war einfach so eine Qual, dieses Ding hier zu bauen, aber letzten Endes, es funktioniert alles, der Fahrstuhl führt nach ganz oben, die AFK-Spot-Dings da, haben wir jetzt noch nicht vollendet, das wird auch heute nicht mehr passieren, Alter, meine Pizza ist im Ofen, ich glaube, in 3 Minuten ist sie fertig, ich weiß nicht, was abgeht, also, ach, Digga, es ist einfach nur die kleinste Katastrophenaufnahme, ja, trotzdem haben wir heute alles geschafft, wir haben die verschiedenen Spots jetzt, die Dinger da, die wir brauchten, haben wir jetzt ganz oft, dadurch, dass wir den Ender Dragon so oft gekillt haben, hier haben wir jetzt wenigstens so eine kleine Auffangstation, dass wir jetzt auch ohne Probleme oben AFK stehen können, keine Angst haben müssen, dass der Wither hier irgendwas kaputt schießt oder irgendwas. Der Wither ist jetzt da wirklich eingesperrt und kann da nichts machen, nichts kaputt machen, nichts. Zum Glück, ich bin da wirklich erfreut drüber, dass ich das doch so gut hinbekommen habe, auch wenn der Kasten hier echt hässlich aussieht und auch die Außenfassade echt scheiße aussieht, as fuck, es ist halt alles einfach nicht fertig so. Nur guckt euch mal das Ender Ergebnis an. Ich muss sagen, dafür sieht es echt nicht schlecht aus, dass ich hier gerade so Nervenzusammenbrüche nacheinander. Ich kann nicht mal mehr richtig reden. Es ist die reinste Katastrophe. Die reinste Katastrophe. Ich hoffe, euch hat es viel gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. 3 Tage, 17 Uhr. Ihr wisst, ach, scheiß drauf, Digga. Ich bin offen. Viel Spaß.